Willst du wunderschöne Landschaftsfotos bei Nacht aufnehmen? In diesem Tutorial gehen wir Schritt für Schritt durch den Prozess. Zusätzlich gibt es ein paar besondere Tipps für Fortgeschrittene. Ich bin Angelika und begrüße euch zum Tutorial über Astrolandschaftsfotografie. Dabei geht es um die Besonderheiten für Ausrüstung, das Wetter und den Mond und es geht um die Bildgestaltung, Kameraeinstellungen und die Nachbearbeitung. Ihr braucht eine Kamera, mit der ihr manuell Models fotografieren könnt, ein Weitwinkelobjektiv und ein Stativ. Die Kamera solltet ihr möglichst im Dunkeln bedienen können. Nehmt trotzdem eine Rotlichtlampe mit, dann müssen sich eure Augen nicht immer so lange an die Dunkelheit gewöhnen, falls ihr doch einmal Probleme habt. Bis zu Belichtungszeiten von 30 Sekunden könnt ihr mit der Intervallfunktion der Kamera arbeiten, wenn ihr eine solche habt. Mit einer Fernbedienung seid ihr jedoch flexibler. Entweder der Hin- oder der Rückweg wird vermutlich im Dunkeln sein. Dafür empfehle ich eine Stirnlampe. Besonders wenn es kalt ist, entlädt sich der Akku schnell. Die Speicherkarte könnte voll werden oder sogar defekt. Deshalb nehmt zur Vorsicht Ersatz mit. Damit ist die Ausrüstung komplett. Auf den meisten Nachtaufnahmen wollen wir Sterne sehen. Aber ein paar durchziehende Wolken können ein Foto sogar bereichern. Also schaut aus dem Fenster. Und falls ihr etwas weiterfahren wollt, in eine Wetter-App. Dort findet ihr auch die Mondphasen. Bei Vollmond sind nur die hellsten Sterne zu sehen, aber die Landschaft wird schön beleuchtet. Bei Neumond oder zum Zeitpunkt, wo wir gerade fotografieren, nicht sichtbarem Mond, finden wir das Gegenteil vor. Eine Vielzahl von Sternen über einer dunklen Landschaft. Wir haben die Ausrüstung geplant. Wetter- und Mondphase sind so, wie wir es uns vorstellen. Jetzt geht es an die Suche nach einem schönen Vordergrund. Das kann ein touristisches Highlight sein oder ein knorriger Baum, ein See oder gar das Meer. Jedes schöne Landschaftsmotiv ist geeignet, wenn es nicht gerade in einer hell beleuchteten Umgebung liegt. Es gibt noch eine Sache, die ihr vorbereiten könnt, wenn es eure erste Astrolandschaftsaufnahme ist. Die Voreinstellung des Fokus. Dann habt ihr es später im Dunkeln einfacher. Stellt die Kamera mit der Brennweite, die ihr später verwenden wollt, auf einen entfernten Baum oder eine Straßenlampe scharf. Merkt euch die Einstellung am Objektiv. Bevor ihr loszieht, überprüft am besten die Kameraeinstellungen. Manueller Modus. ISO so hoch, dass gerade noch kein Rauschen auftritt. In der Regel zwischen 800 und 3200. Fotos im RAW-Format speichern. Weißabgleich auf ungefähr 3900 Kelvin. Eventuell könnt ihr noch die Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung einschalten. Das kostet zwar Zeit beim Fotografieren, erzeugt jedoch keine Artefakte wie zum Beispiel KI-Entrauschen in der Nachbearbeitung. Die Rauschunterdrückung bei hoher ISO kann ausbleiben, weil sie sich nur auf JPEG auswirkt. Ebenso die anderen Spezialfunktionen, welche viele Kameras haben. Öffnet die Blende so weit wie möglich, ohne dass die Schärfe der Fotos darunter leidet. Manchmal müsst ihr dazu eine Stufe abblenden. Wenn wir im Dunkeln vor Ort sind, ist das Erste, was ansteht, die Kamera zu fokussieren. Dazu schalte ich in den Display-Modus und suche mir einen hellen Stern aus. Wenn ihr auf dem Display keinen Stern erkennen könnt, kann es manchmal helfen, zunächst durch den Sucher zu schauen, dort zu fokussieren und anschließend in den Display-Modus zu wechseln. Ich zoome zu 100% in den Stern hinein. Gewöhnlich hat er zunächst einen recht großen Radius und ist unscharf. Anschließend drehe ich so lange am Fokusrad des Objektivs, bis der Radius des Sterns so klein wie möglich ist. Dann ist die Kamera auf die Schärfe. In der Regel liegt der Fokus für die Sterne nahe bei unendlich, aber nicht ganz am Anschlag des Objektivs. Noch ein Hinweis: Wenn ihr die Brennweite ändert, müsst ihr neu fokussieren. Wenden wir uns der Bildgestaltung zu. In der Landschaftsfotografie gibt es die Faustregel, dass wir dem Himmel etwa ein Drittel des Bildes einräumen. In der Astrolandschaftsfotografie darf es ruhig etwas mehr sein, bis hin zum umgekehrten Verhältnis. Bei Nacht ist es einerseits kaum möglich, den Bildausschnitt im Sucher oder auf dem Display zu erkennen. Mit der finalen Belichtungszeit zu arbeiten und dann festzustellen,
dass der Bildausschnitt nicht passt, braucht andererseits viel Zeit. Deshalb arbeite ich mit Testaufnahmen, wie hier eine zu sehen ist. Ich stelle die ISO auf den höchstmöglichen Wert, bei meiner Nikon Z7 auf 25.600. Nach 10 Sekunden habe ich unter den gezeigten Bedingungen ein Foto erhalten, anhand dessen ich den Bildausschnitt noch etwas nachkorrigieren kann. Das gerade gezeigte Bild hätte ich gar nicht so lange belichten müssen. Damit euch das nicht auch passiert, habe ich hier Anhaltspunkte für die Belichtungszeiten der Testaufnahmen zusammengestellt. Bei ISO 25.600 und Blende 3.2 reichen bei Vollmond 5 Sekunden und ohne Mond 10 Sekunden. Wenn wir nicht gerade Sternstrichspuren aufnehmen wollen, müssen wir die Belichtungszeit beschränken. Für hohe Ansprüche bei der Vollformatkamera bei 16 mm auf 12 Sekunden und bei 24 mm sogar auf 10 Sekunden. Häufig wird die sogenannte 500er-Regel zitiert, nach der die längste Belichtungszeit errechnet werden kann, indem man 500 durch die Brennweite des Objektivs teilt. Danach kommt man bei 24 mm auf knapp 21 Sekunden. Solche Fotos eignen sich höchstens fürs Web. Bevor ihr mit den Aufnahmen startet, vergesst bitte nicht, die ISO wieder auf den ursprünglichen Wert zurückzunehmen. Und werft einen Blick aufs Histogramm. Nachts stößt es links an, sollte aber nicht abgeschnitten sein. Bei diesem Bild kam es mir sehr auf den Vordergrund an. Deshalb habe ich mir Blende 5.6 gegönnt und im Gegenzug ganz leichte Strichspuren bei 15 Sekunden Belichtungszeit in Kauf genommen. Ich rate euch dazu, mehrere Fotos aufzunehmen. Einerseits kann es immer mal sein, dass eine Aufnahme nichts wird. Andererseits können wir die Qualität des endgültigen Bildes durch Stacken verbessern. Mehr dazu später in der Nachbearbeitung. Die gibt es nach einem kurzen Werbeblock. Fotokurse Landschaftsfotografie und Astrolandschaftsfotografie für Anfänger und Fortgeschrittene. Details und Buchung auf zellapix.de Fotokurse. Ich habe 6 Fotos aufgenommen, diese jetzt in Bridge geöffnet, bin im Großen und Ganzen damit zufrieden und sage deshalb in Kamera RAW öffnen. Jetzt habe ich alle 6 Fotos in Kamera RAW, markiere sie mir und sage Entrauschen. Dann kann ich mir in dem Untermenü Verbessern auswählen, wie stark das ins Rauschen sein soll. Also bei 100% ist mir der Effekt etwas zu drastisch. Ich reduziere das also mal. 50% ist vielleicht zu wenig. Ja, 76% ist gut. Ich sage 6 Fotos verbessern. Das dauert jetzt eine ganze Weile und ich melde mich zurück, wenn das Entrauschen der 6 Fotos beendet ist. Alle Bilder sind jetzt entrauscht und die entrauschten Bilder erkenne ich am DNG-Format. Das Bild ist mir zu dunkel, ich wähle eins aus und gehe in das Menü Licht und ziehe den Belichtungsregler etwas nach oben. Offenbar habe ich auch einen Fehler mit dem Weißabgleich gemacht beim Fotografieren. Deshalb gehe ich in Farbe, klicke auf die Pipette und suche mir einen dunklen Bereich im Bild aus, vielleicht hier, auf den ich klicke. Diese Einstellung ist mir etwas zu blau, aber das ist ja kein Problem. Ich kann die Farbtemperatur hier oben angleichen. Am besten ziehe ich Dynamik und Sättigung ganz nach oben für diesen Abgleich und verschiebe dann den Blau-Gelb-Regler für die Farbtemperatur. Im Anschluss darf ich nicht vergessen, die Sättigung wieder zurückzunehmen. Vielleicht nicht ganz bis auf 0, sondern bis auf 15 und Gleiches mache ich mit der Dynamik. Dann bin ich mit dem Bild in Kamera RAW vorerst zufrieden, möchte diese Einstellung allerdings auch auf die anderen Bilder übertragen und deshalb sage ich
alle auswählen und klicke nochmal auf die drei Pünktchen und sage Einstellungen synchronisieren. Dann wird mir noch ein Menü angezeigt, was alles synchronisiert wird. Kann ich das entsprechend auswählen und sage okay und habe dann alle Bilder synchronisiert. Jetzt bin ich in Kamera Raw fertig und klicke deshalb hier. Wenn ihr nun ein Bild habt, könnt ihr gleich auf Öffnen klicken und im Photoshop weitermachen. Den Abschnitt, der jetzt folgt, zu Sequiter, könnt ihr überspringen. Hier in Sequiter gehe ich auf Star Images und ich habe mir die entrauschten Bilder der besseren Übersicht halber in einem Ordner gespeichert, klicke alle an und sage Öffnen. Dann muss ich noch festlegen, wo das Ergebnis gespeichert werden soll. Ich möchte es in dem Ordner entrauscht haben und ich nenne es Baum. Speichern. Hier unten habe ich Komposition, wo ich die Sterne aufeinander ausrichten kann. Weil sich die Erde dreht, verschieben sich die Sterne scheinbar in der Nacht und ich kann die Bilder nicht einfach überblenden, sondern muss die Sterne aufeinander ausrichten, ohne dass das Vordergrundbild davon beeinträchtigt wird. Das ist der Vorteil dieser Software Sequiter. So, ich sage ihm Align Stars, also richte die Sterne aus und ich sage ihm Freeze Ground, weil ich den Vordergrund ja so behalten will, wie er ist. Jetzt fehlt mir etwas. Hier gibt es Sky Region, also die Sternregion. Ich muss Sequiter ja noch sagen, was der Himmel ist, indem er die Sterne aufeinander ausrichten soll und in dem Zuge halt auch, was der Vordergrund ist, der so bleiben soll, wie er ist. Mit dem Cursor markiere ich den Himmel. Dabei kann ich den Radius des Kreises mit dem Mausrad anpassen. Ich passe sorgfältig auf, dass ich nicht in den Vordergrund male. Nun sind alle Vorbereitungen abgeschlossen und ich klicke auf Start. Es öffnet sich ein Fenster, was mir den Fortschritt anzeigt. In diesem Fall kommt nach 24 Sekunden die Meldung Completed Successfully. Ich kann auf Close drücken und mir das Ergebnis hier anschauen. Ich bin jetzt im Photoshop und öffne die Datei Baum aus dem Ordner Entrauscht. Als erstes stelle ich das Bild frei, damit ich es weiter bearbeiten kann und kopiere mir die Hintergrundebene oder dupliziere sie. Ich nenne sie Kamera Raw, weil ich ja noch einmal die Anpassungen vornehmen will. Als erstes mache ich allerdings eine Objektivkorrektur. Meine Kamera ist Nikon, das passt, das Kameramodell Z7. Das Objektivmodell 14 bis 24. Okay, und damit sind die Korrekturen, die Objektivkorrekturen auch schon erledigt. Und ich gehe wieder auf Filter und Kamera Raw. In Kamera Raw gehe ich als erstes nochmal in das Untermenü Licht, ziehe den Regler Belichtung nach rechts, damit das Bild etwas heller wird. Den Kontrast verstärke ich auch ein klein wenig. Ziehe die Lichter aus dem Bild und erhöhe im Gegenzug die Weißtöne, damit der Schnee schön weiß wird. Dann passt der Weißabgleich immer noch nicht so ganz und ich gehe nochmal auf die Pipette im Menü Farbe, klicke mal auf einen etwas anderen Punkt, so ist es schon deutlich angenehmer, aber der Schnee ist mir doch immer noch ein bisschen zu blau, sodass ich den Regler etwas zurücknehme,
Auch die Grüntöne sind mir im Himmel noch etwas zu stark. Aber ins Rot sollte es natürlich auch nicht gehen. Aber so passt es dann schon, so ungefähr. Ich orientiere mich mit den Blautönen hier am Jupiter, denn der darf nicht blau sein, die Plejaden dagegen schon. Also muss ich da noch etwas Richtung Gelb gehen. So sollte es passen und ich sage okay. Die Bearbeitung von Astrolandschaftsfotos kann man jetzt beliebig aufwendig gestalten. Man kann zum Beispiel Himmel und Vordergrund durch Maskieren getrennt bearbeiten, aber ich mache es mir im Moment mal einfach und gehe in die Mi Collection und zwar in das Untermenü Color Effects Pro 4. Hier kann ich den Kontrasttyp auswählen, den ich verstärken will. Ist auf Standard eingestellt, High Pass, Fine, Balanced und Strong, wird ein bisschen sehr hell. Ich wähle das ausgewogene Fine und sage OK und habe dann schon ein relativ schönes Bild. Damit komme ich zur Zusammenfassung des Tutorials. Zusätzlich zur Ausrüstung für die Landschaftsfotografie empfehle ich eine Rotlichtlampe und eine Fernbedienung. Wähle eine schöne Location und die gewünschte Mondphase. Weißabgleich bei 3900 Kelvin. Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung. Blende so weit geöffnet, dass noch kein Rauschen auftritt. Anfängern rate ich dazu, die Kamera bei Tageslicht vorzufokussieren, zum Beispiel auf einen Baum. Vor Ort wird auf die Sterne endgültig fokussiert. Testaufnahmen mit hoher ISO können helfen, den Bildausschnitt auszuwählen. Wenn Sternstrichspuren unerwünscht sind, müssen die Belichtungszeiten entsprechend kurz gehalten werden. Fortgeschrittene können mehrere Aufnahmen stacken, um das Signal-Rauschverhältnis zu verbessern. Im Anschluss erfolgt die Bildbearbeitung wie üblich. Ich hoffe, ich konnte euch das Grundwerkzeug für die Astrolandschaftsaufnahmen mitgeben und wünsche euch Clear Sky. Wie üblich bin ich euch für ein Like dankbar, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal auf dem Kanal Landschaftsfotografie und Astrolandschaftsfotografie.